Servus die Marln und grüß euch die Buben. Ja, wie man sehen kann, wir sind ein bisschen unterwegs, diesmal auf der Autobahn. Ich möchte auf Kaiserstabuch umfahren. Da gibt es dieses Angerer Dorf, das ist das Trainingsdorf vom Bundesheer, wo sie da Häuserkampf üben. Ich war dort eigentlich noch nie und ich werde mir das einmal in Ruhe heute anschauen. Ich habe keine Ahnung, ob man zu darf oder ob gesperrt ist dorthin. Keine Ahnung, das werden wir, glaube ich, dann alles erst sehen, wenn wir dort ankommen. Heute ist der 25.10. Schießfrei, also dürfen wir da reingehen. Ja, da gleich daneben Sperren, nein, Panzersperre, ich weiß nicht, die da stecken bleiben, Panzersperren, glaube ich, sind größer. Aber es sind halt Sperren für Fahrzeuge. Ja, da herein ist auch zumindest jetzt etwas weniger Wind. Da draußen war es jetzt eine Katastrophe. Aber ja, jetzt überall die Tafeln, Sperrgebiet, zeige ich gleich. Ja, wie gesagt, überall diese Tafeln und wenn scharf geschossen wird, wird das aufgestellt und dann steht sowieso noch ein Bundesherrler davor, dass da ja nichts passieren kann. Ja, super da. Ja, der Spielplatz hat mir natürlich auch gefallen. Und wie man schon schön sehen kann, da ist der Herbst auch schon. Ja, da ist schon Einzug gehalten. Gelb, rot. Ja, das ist so richtig mit einem Erdhügel rundherum einzeln, wie so eine Art Schussfang. So war oben eine schöne gerade Fläche. Ja, keine Ahnung, was da gemacht wird. Ja, das schaut mir da schon ein bisschen nach einem Bunker aus. Ja, wird sicher einer sein. Ja, da ich ja neugierig bin. Na ja. Ja, dann schaut's. Übungsmunition. Lassen wir aber liegen. Ja, war vielleicht einmal einer. Keine Ahnung, was jetzt ist. Ja, weiter geht's. Ja, da im Hintergrund kann man schon sehen. Brücken. Da ist auch eine Brücke. Gehen wir da mal ein Stückchen zu. Da steht ja noch nichts vom Betreten verboten. Schauen wir mal, ob es eine Brückenwaffe. Da sind wir ein bisschen geschützt von den Überwachungskameras. Gut, aufgehen kann man da nicht. Die ist nur so Pseudobrücken. Da liegt sogar noch ein Boot. Ja, schon imposant da. Und ein Riesenwaldstück. Super Spielwiesen. Da hinten können wir Zugsgarnituren sehen. Ja, gewaltig da, gewaltig. Ja, so wenn man das denkt, da wird man nicht einige Tiefen. Aber ein paar Blicke werden wir uns vielleicht erhaschen. Wir werden dann mal ein Stück lassen, weil da geht. Lass die Kamera mal hier drinnen. Oh,
und Schwöller ohne Ende. Da werden es wahrscheinlich viele was aufbauen. Also, die Jungs. Holz. Ja, ich habe natürlich keine Ahnung, wo diese ganzen Kameras stehen. Wir werden da jetzt noch mal ein Stück zuschauen. Und dann würde ich sagen, werden wir es gut sein lassen. Die Überwachungskameras sind. Ich denke, die werden irgendwo auf einem Mosten oben sein. Schauen wir noch ein Stück weiter. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man das nicht sehen soll, dass da keiner weiß, wie das alles ausschaut, was die trainieren. Schauen wir da noch mal durch. Ein paar so von den Häusern. Richtig schön. Ah, ich glaube, ich sehe es. Da oben auf dem Mosten sind die Kameras. Ja, ich würde sagen, da bin ich wahrscheinlich schon drauf. Ich werde jetzt auf alle Fälle in Rückzug sicher jetzt übertreten. Wir haben einiges gesehen. Und dabei lassen wir es gut sein, oder? So, heißt, jetzt bin ich im Blick für die Kamera. Aber wir gehen jetzt eh wieder raus. Ja, da im Wald, das ist ein Auspuff, ein kleiner Hügel drin. Hier liegt die blaue Übungsmunition. Ja, und da schauen wir jetzt einmal zu, was das wirklich ist. Interessiert mich. Ja, ehrlich gesagt kann ich das nicht definieren, was das ist. Die Scharnierl bewegt sich auch nicht mehr. Aber das ist da so urlang. Und geht da hinten, erkennt man sein, dass das ein Wasserstein ist vielleicht. Ja, Freunde, ich habe jetzt da noch eine ordentliche Länge wieder zurück und das Ganze auf der Straße im freien Feld. Falls mich da wie auf der Kamera gesehen hat, werden die vielleicht von der Kaserne wieder ausschicken, die was daher kommen. Und daher haue ich mich da jetzt ein bisschen rein in den Dschungel und mache mir einen Kaffee oder ein bisschen Zeit abwarten. Ja, ich stehe da in seinem Laufgraben. Der geht da weiter. Aber das ist der Erinnern. Fast wirklich undurchdringlich. Ich nehme das Platzl da jetzt einmal ein und mache noch einen Kaffee. Puh, lass die Zeit da ein bisschen verstreichen. So, das Ganze steht schon da. Machen wir wieder meine Speed. Steht da zwar nicht so optimal, aber. Das geht schon. Steht eh auf einem Stein. Kann nicht viel passieren. Ja, dann wie gesagt, da vorne muss irgendwo die Hauptstraßen sein. Das müssen nur so 200-300 Meter sein, schätze ich. Aber durch das Dickicht da durch, keine Chance. Es sind lauter Dornen. Ich bin schon überall gestochen und geschunden. Da gehe ich über die 50 Meter wieder zurück. Komme dann auf den Weg, wo ich dann jetzt da angezweigt bin. Den verfolge ich weiter, ich habe mir das auf der Karte angeschaut, dann komme ich auf einen anderen Weg und komme direkt auf den Parkplatz bei meinem Auto raus. So bringt das leider gar nichts. So. Ja, wenn das alles so dicht und dschungelig ist, ist es der Wahnsinn. Das nicht so geil. So, dann lassen wir ausbrennen. Ja, Krankensaison. Ich denke trotzdem wieder an euch. Werdet mal gesund und alle anderen werdet mal nicht krank. Prost. Ja, aber jetzt trinke ich mal in Ruhe meinen Kaffee und dann schauen wir weiter. So, in der Zwischenzeit habe ich wieder alles zusammengehängt und bin schon wieder auf dem Weg raus.
sie da ein bisschen wegkommen. Aber weil das Licht von hinten ist nicht so gut. Aber wir müssen noch gleich am Weg sein. Wieder so schützend drum. Ja, da draußen ist schon der Weg. Super. Ja, ich hoffe natürlich, dass es den Weg da unten noch gibt, sonst muss ich das Ganze wieder zurückrennen. Ja, das war der Weg. Das war der Weg, da muss ich rein. Ja, schauen wir mal, ob wir da durchkommen. Jetzt habt ihr einen freien Feld. Na, sieh aus. Uiuiui. Da geht's runter. Aber nicht für mich. Scheiße. Gigantisch. Aber da komme ich nirgends da weg. Ich schätze, da unten steht was Auto. Ja, da muss ich runter. Da gibt es aber keinen Weg durch. Warte. Shit. Schaut so aus, wenn ich nicht umdrehen kann. Ja, heute haben wir das Gicht nicht auf meiner Seite, so wie es ausschaut. Kann man nichts machen. Ja, aber ein Futter hat das Ganze. Ah, jetzt schon wirklich eine Zeit vergangen ist. Falls die wirklich da unterwegs her waren, dann haben sie nichts gefunden. Ich kann jetzt gemütlich wieder zurückgehen. Nächstens, sie stehen unten bei meinem Auto und warten. Was ich aber nicht glaube. Ja, aber schaut einmal. Da vorne ist wieder der Hauptweg. Ja, immer wieder Platzpatronen. So. Sind wir jetzt wieder draußen. So, jetzt müssen wir da noch 300 Meter zurück, da bis zu den einen Baum da hinten. Dort ist der Parkplatz. Ja, die letzten Meter und da steht schon die Droschke. Ja, und da waren wir von den kleinen Steinbruch oder was das war, rausgekommen. So, da sind wir. Oben da ist vorbei. Ja, war recht schön, auch wenn wir nicht viel zu wir haben können, aber ja, ist halt so. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Marlen und pfiat euch die Bäume.